Jungs und Mädels, was geht da ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir den Autostart für Origin ganz einfach deaktivieren können. Das erste, was wir machen müssen, ist, dass wir einfach einmal hier unten zu der Taskleiste gehen. Dann suchen wir hier einfach in diesem Suchfeld nach den Einstellungen. Die öffnen wir dann auch direkt. Als nächstes gehen wir dann hier auf den Punkt Apps und dann gehen wir hier ganz unten auf den Punkt Autostart. Hier sehen wir dann alle Programme, die wir gerade haben, für die wir eben Autostart entweder aktivieren oder deaktivieren können. Das Ganze ist hier normalerweise auch nach dem Namen, also alphabetisch angeordnet, und dann haben wir hier auch schon Origin. Das können wir dann also entweder aktivieren oder deaktivieren, je nachdem wie wir hier diesen Schalter einstellen. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich natürlich wirklich sehr über einen Like freuen. Kurz fürs Zuschauen und haut rein!